So, jetzt kommen wir zum letzten Redner zu diesem Tagesordnungspunkt. Es handelt sich um Ingbert Liebing von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Oppositionsfraktionen von SPD und Bündnis 90 die Grünen beantragen mit gleicher Zielsetzung die Rücknahme eines Gesetzes, das der Deutsche Bundestag am 4. Dezember beschlossen hatte und das erst seit 4 Wochen in Kraft ist. Und ich finde es schon erstaunlich, welche Schlüsse Sie nach 4 Wochen ziehen können, ob ein Gesetz funktioniert oder nicht. Ich denke, der Branche sollte man etwas mehr Zeit geben, zu zeigen, was möglich ist und was nicht. Diese Anträge sind in der Form und in der Sache, das haben wir heute erlebt, Klamauk und kein Beitrag zur Lösung der Probleme unseres Landes. Dabei ist es, Herr Gamke, überhaupt kein Geheimnis, dass es natürlich auch bei uns in der Fraktion unterschiedliche Auffassungen zu diesem Thema gegeben hat. Es gibt nicht wenige, denen diese Diskussion über dieses Thema in einem Gesamtzusammenhang der Umsatzsteuerbehandlung lieber gewesen wäre. Aber für den Budenzauber, den Sie hier veranstalten, dafür hat niemand bei uns Verständnis. Die Anträge sind in der Form daneben, denn es ist schon ein merkwürdiger Stil. Debatten und Entscheidungen, die gerade erst geführt und getroffen wurden, wenige Wochen später wieder neu aufzuwärmen. Wenn das die Strategie der Opposition sein soll, in dieser Woche, in dieser Wahlperiode immer die Schlachten von gestern zu führen, dann ist dies ein Armutszeugnis für die Opposition. Und wenn Sie dies ankündigen, Frau Kollegin Betzing, dass Sie das regelmäßig machen wollen, dann erst recht. Offensichtlich haben Sie keine besseren Argumente und Themen, als dass Sie uns mit längst ausdiskutierten und entschiedenen Sachfragen kommen. Und ich denke, für mich ist das schon bezeichnend. Das ist ja schon gesagt worden, dass es nicht wenige auch in Ihren Reihen gegeben hat und gibt, die dieser Umsatzsteuersenkung für das Beherbergungsgewerbe sehr wohl etwas Positives abgewinnen können. Die Tourismuspolitiker Ihrer Fraktion im Tourismusausschuss vertreten das, aber die sind heute nicht mal hier. Wo sind sie denn? Wahrscheinlich ist denen das peinlich, was Sie hier an Anträgen vorgelegt haben. Meine Damen und Herren, diese Anträge sind auch in der Sache daneben. Denn sie schüren Neidkomplexe, indem sie das Beherbergungsgewerbe darstellen, als bestehe es nur aus wenigen Hotelketten oder einigen reichen Hoteliers, die sich die Tasche vollstopfen. Davon ist doch die Rede. Aber, meine Damen und Herren, welches Bild haben Sie eigentlich von der touristischen Branche in unserem Land? Das ist eine Branche, die in einem harten Wettbewerb steht, der nicht zuletzt deswegen in Europa härter geworden ist, weil inzwischen 21 Länder um uns herum den abgesenkten Mehrwertsteuersatz eingeführt haben und nicht zuletzt deshalb, weil der damalige SPD-Finanzminister Steinbrück einer entsprechenden EU-Regelung ausdrücklich zugestimmt hat. Und nun argumentieren Sie, dann müssten auch die Preise sinken, wenn es um den Wettbewerb mit den Nachbarländern geht. Aber ich finde schon bedauerlich, dass man Ihnen erst erklären muss, dass Wettbewerb nicht nur über den Preis, sondern auch über die Qualität geführt wird. Herr Kollege, entscheidend ist Herr das Preis-Leistungs-Verhältnis und nicht nur ein Preiskampf. Herr Kollege Liebing, der Kollege Gamke würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Dann ja, gerne. Sie das, bitte schön. Vielen Dank für die Zwischenfrage, Herr Kollege. Wenn Sie von Wettbewerb sprechen, wie kommentieren Sie dann die Meldung, dass Deutschland nach dem Sparkassen-Tourismusbarometer Spanien und Italien in Bezug auf Übernachtungen als Marktführer in der EU abgelöst hat? Ich will Ihnen dazu gerne eine passende Antwort geben, weil wir gerade gestern mit den Tourismuspolitikern unserer Fraktion, mit Professor Feige, der dieses Tourismusbarometer erstellt hat, und dem Sparkassen- und Giroverband zusammengesessen haben. Die haben aus ihrer Gesamtbetrachtung ein Fazit gezogen, weil wir gefragt haben, was muss man denn jetzt tun, um der Branche zu helfen? Und die haben uns Folgendes gesagt: Entscheidend sind Innovation, entscheidend sind Investitionen und entscheidend ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in Europa.
Das ist das Fazit aus dem Tourismusbarometer. Und genau deswegen machen wir das mit der Absenkung des Umsatzsteuersatzes für Innovation, für Investitionen und für eine bessere Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Es ist nun einmal so, ein Betrieb in der Schweiz hatte im vergangenen Jahr bei einem Umsatz von 1 Million Euro einen höheren Ertrag von 125.000 Euro als sein deutscher Kollege. Und das ist ein verfügbarer Ertrag für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, egal ob er es nun einsetzt für Preissenkungen oder für bessere Qualität. Und bei der Qualität haben wir Nachholbedarf in Deutschland, daran führt kein Weg vorbei. Wir kennen doch die Betriebe noch im Charme der 70er und 80er Jahre. Aber es gibt auch die Betriebe, die top sind, die investiert haben in den letzten Jahren. Aber wer top ist, muss auch viel tun, um top zu bleiben. Und auch für diese Investitionen leisten wir einen Beitrag. Das Bild, das Sie von der Branche zeichnen, einige wenig reiche Hoteliers, geht an der Wirklichkeit völlig vorbei. Wir haben eine stark mittelständisch geprägte Branche. Das sind 45.000 Betriebe. Und 3/4 aller Hotels verzeichnen einen Jahresumsatz von weniger als 500.000 Euro. Dazu gehören kleine Landpensionen. Dazu gehört der Bauernhof mit wenigen Ferienwohnungen. Dazu kommen die Campingplätze und zahlreiche private Kleinvermieter mit 1 und 2 Apartments. Und zu der Branche gehören auch über 350.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Zehntausende Auszubildende. Sie alle profitieren davon, wenn es dem Betrieb besser geht, wenn er wettbewerbsfähiger ist. Sicherung von Arbeitsplätzen in der Branche ist auch ein wichtiges Ziel, weshalb wir dieses Gesetz genau so gestaltet haben. Es ist Bestandteil des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes. Das Gesetz trägt diesen Namen nicht ohne Grund. Es geht um neues Wachstum. Ich bin überzeugt davon, hiermit schaffen wir neues Wachstum, denn wir geben den Betrieben Luft für Investitionen. Ich habe 300 Hotels, Pensionen, Campingplätze in meinem Wahlkreis angeschrieben und sie gefragt, was macht ihr mit der Luft? Und ich habe viele Beispiele bekommen, wie jetzt investiert wird. Da ist ein renommiertes Hotel, das wollte 900.000 Euro investieren. Die Bank hat es nicht finanziert. Die Branche ist inzwischen gerade jetzt entsprechend schlecht geratet. Nach dieser Gesetzesänderung ist die Wirtschaftlichkeit des Betriebes besser. Der Betrieb bekommt diesen Kredit. Es wird investiert, 900.000 Euro, die auch dem Handwerk zur Verfügung stehen. Bürokratieabbau, sagen Sie, fordern wir. Sie sagen, das ist mehr Bürokratie. Ich will Ihnen 2 Antworten geben, die mir Hoteliers geschrieben haben. So groß ist der zusätzliche bürokratische Aufwand gar nicht, der die Beschränkung auf die Beherbergungsleistung erfordert. Mit einer EDV und der entsprechenden Software ausgerüstet sind das nur marginale Änderungen in den Stammdaten. So schreibt ein Hotelier, ein anderer sagt, da wir das Frühstück aus grundsätzlichen Erwägungen stets getrennt aufführen, gibt es auch keinen bürokratischen Aufwand. Das ist die Antwort auf Ihre Panikmache, die Sie betreiben. Ich kann Sie nur auffordern, meine Damen und Herren von der Opposition, beenden Sie endlich Ihre unsägliche Kampagne. Sie schaden dem Ansehen einer Branche. Sie hat es nicht verdient, dass Sie Ihre parteipolitischen Spielchen auf Ihrem Rücken auftragen. Beteiligen Sie sich lieber an der Lösung der wirklichen Probleme unseres Landes. Davon gibt es genug. Herzlichen Dank.